Sommerblumenwiese. Hallo, ich bin Minnie, die Blockflötenmaus. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir das Stück Sommerblumenwiese zeigen. Ich spiele es dir einmal vor. Bevor wir gleich anfangen zu spielen, müssen wir zuerst aber noch etwas machen. Am Anfang des Stückes steht zwar die Taktangabe 4 Viertel, aber die Taktstriche fehlen dann in den Noten. Nimm dir am besten einen Bleistift. Dann kannst du im Notfall den Strich auch wieder wegradieren, falls er einmal an eine falsche Stelle geraten sollte. Beim Anfang helfe ich dir. Danach stoppst du das Video und machst allein weiter. Hast du das Notenheft vor dir liegen? Dann kann's ja losgehen. Also, wo kommt denn der erste Taktstrich hin? Die halbe Note hat 2 Schläge. Dann die Viertel dazu macht 2 plus 1, also 3. Und dann noch eine Viertel. Also kommt nach dem C der erste Taktstrich. Denn dann haben wir 4 Schläge erreicht. Die punktierte halbe danach hat 3 Schläge. Fehlt also nur noch ein Schlag für einen vollständigen Takt. Den haben wir dann mit dem G. So, damit kommt hierhin also der zweite Taktstrich. Dann gucken wir mal, ob der Bereich, der jetzt in der ersten Reihe noch übrig ist, schon ein vollständiger Takt ist. Ein Schlag, die Viertel, plus 2, die halbe, plus 1, die Viertel, macht richtig, 4. Dann kommt also an den Schluss der Reihe der dritte Taktstrich. Jetzt machst du kurz Pause und trägst die weiteren Taktstriche allein ein. Bei Fine und Da Capo al Fine kannst du jeweils einen Doppelstrich malen, also 2 dünne Striche nebeneinander. Hast du alle Taktstriche eingetragen? Dann können wir anfangen zu spielen. Wir beginnen mit dem Puzzlestück. Ich spiele es dir langsam vor und du kannst schon einmal versuchen mitzugreifen. Jetzt spielen wir es zusammen. Und zur Sicherheit noch einmal. Jetzt spielen wir es etwas schneller. Das Puzzlestück besteht übrigens aus den letzten beiden Takten vor Fine. Wir spielen es jetzt noch einmal, gucken aber dieses Mal in die Noten des kompletten Stückes. Wir fangen also zu Beginn der dritten Reihe an und hören bei Fine, also beim Doppelstrich, auf. Jetzt nehmen wir den letzten Ton aus der zweiten Reihe noch mit dazu. Wir fangen also beim letzten Atemzeichen in der zweiten Reihe an und hören bei Fine auf. Jetzt fangen wir dort an, wo wir gerade aufgehört haben. Allerdings legen wir dafür einmal die Blockflöte weg. Wir klatschen und sprechen den Rhythmus auf Dü. Du hörst dazu auch die Flöten- und Klavierstimme. Dü, 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 dü.
gleich noch einmal. Dü, 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 dü. Jetzt sagen wir nicht mehr dü, sondern sprechen im Rhythmus die Tonnamen. Dazu klatschen wir auch immer noch. G, 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 A, 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 D, D. Und auch das zur Sicherheit noch einmal. G, 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 A, 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 D, D. Jetzt nehmen wir die Blockflöte und spielen diesen Teil. Zuerst aber etwas langsamer. Und jetzt spielen wir es in dem Tempo, in dem wir vorhin geklatscht haben. Und jetzt gehen wir an den Anfang des Stückes. Wir fangen vorn an und spielen bis zum ersten Atemzeichen. Zuerst einmal ganz langsam. Gleich noch einmal. Jetzt spielen wir es etwas schneller. Schau mal in die zweite Reihe. Siehst du den Teil zwischen den beiden Atemzeichen? Fällt dir etwas auf? Genau, das ist das gleiche wie am Anfang. Spielen wir es also noch einmal und du kannst selber entscheiden, ob du an den Anfang oder in die zweite Reihe guckst. Jetzt fangen wir dort in der zweiten Reihe beim ersten Atemzeichen an und spielen weiter bis Fine. Denn diesen Teil hatten wir vorhin ja schon. Jetzt fehlt uns nur noch ein kleines Stückchen. Nämlich der Takt nach dem Atemzeichen in der ersten Reihe bis zum ersten Atemzeichen in der zweiten Reihe. Spielen wir es einmal ganz langsam. Zur Sicherheit machen wir es noch einmal. Und jetzt spielen wir es etwas schneller. Und jetzt fangen wir am Anfang an und hören wieder beim ersten Atemzeichen in der zweiten Reihe auf. Jetzt spielen wir den ganzen ersten Teil. Wir fangen also vorn an und spielen einmal bis Fine. Und Fine ist ja italienisch und bedeutet Schluss.
spielen wir das ganze Stück. Wir spielen also alle vier Reihen nacheinander und am Ende der vierten Reihe steht ja Da Capo, Alfine. Das bedeutet, dass wir nach dieser vierten Reihe direkt noch einmal von vorn anfangen und bis Fine, also Schluss, spielen. Bist du bereit? Es geht los! Und zum Abschluss spielen wir jetzt die Sommerblumenwiese noch ein bisschen schneller. Hat dir mein Video gefallen? Dann klick hier und abonniere meinen Kanal.